ein bisschen länger gelaufen gestern. Ist ausgegangen. Na gut, der ist ausgegangen. Gut, wir haben jetzt 466, haben eine Reichweite immer noch von 75 Kilometern. Also es ist auf dem Tag gar nicht weniger geworden. Zack, Rückwärtsgang. Sieht. Ist halt kein BMW, wo der Rückwärtsgang automatisch geht. Rechts geht, links geht. Was klappert hier? Lieferservice unterwegs. Gut, heute hau ich den Kopf hinten an, ich weiß auch nicht. Na, ihr merkt, noch keine Rekuperation. Staut sich jetzt sicher doch. So wieder viel Spritze auf der Scheibe drauf. Ja, jetzt einen Kilometer verbraucht, gut mit der Kälte. Wo Spritze? Ja, wenn jetzt die Sonne aus dem Dach brennt. Unter die Dämpfe holen. Thank you.
halt so langsam mal auf. Du musst abbremsen, weil siehst halt da gar nichts ein. Dann ein Neischneiden von Mercedes-Fahrer. Überholt und dann schneidet er nein. Wäre halt mit der. Dass die Winscher Suff fahren mit S-U-F-F. Suff. Dann hast du nein schneiden. Machen wir mal hier runter mit dem Suff. Ja, hier wird man schneller. Und dann biegt er schon rechts ab. An der 50. Also wir haben jetzt 71 Kilometer, wir haben 4 Kilometer verbraucht. Der Kilometerstand ist 470, also 4 Kilometer verbraucht, 4 Kilometer gefahren. Ja. Okay. Okay. Okay, 4 Kilometer Restreichweite. Ich hoffe mal, dass es. Ja, das geht schon von der Wärme her. Okay, 4 Kilometer. Retour. Ja, da merkst du dann auch, dass er steigt. Gut, 4 Kilometer verbraucht, 4 Kilometer Restreichweite. Der Bäcker natürlich auch, weil ich gesagt habe, oh cool, geiles Teil. Schauen wir mal. Da kamen auch wieder die Daumen nach oben. Da ist wieder auf 46 runter. Aber hier den Berg, schätze ich, den werden wir, da muss man den richtigen Vorlauf haben.
an der 40. Da geht es runter bei dem Anstieg hier. Aber die Traumen alle nach oben. 4 Kilometer Reichweite verbraucht, 4 Kilometer gefahren. Verhält sich gut. Gegenüber dem Smart merkt man schon, man muss mehr lenken, das Gas, die Bremsen muss man kräftiger steigen. Und man merkt halt, dass er noch nicht so hier rekuperiert in dem Bereich, weil er riecht gut nach Pizza. Anstieg, da muss ich durchdrücken, 16 km/h, 15 km/h, 14 km/h, okay, hier wird jetzt der Anstieg ein wenig Ding, das ist also Anstieg von weit, so, der hat fast 50%, der geht halt richtig steil hoch, aber dann geht's, ja, das ist also 50, so ein Anstieg, wo man wirklich sagen kann, 45 Grad Winkel, der hat fast 100%, lalalala. Dann im Gegenverkehr gefahren, nur weil er so einen Jeep hat. Alle müssen bereit sein. Er hat nicht gerechnet, dass sein Auto kommt.
praktisch mit dem Regen beschneit sind zu wenig. Okay, 66 Kilometer Restreichweite, 473, also ja. Also wir sind 7 Kilometer gefahren, haben ungefähr 9 Kilometer Reichweite verbraucht, okay. Okay, da muss man.